So, ich bin in dem Zendikar-Nostalgic-Flair noch ein bisschen hängen geblieben, weil mir ist auch aufgefallen, wir haben die Promo-Packs davon noch nie aufgemacht. Deswegen öffnen wir die jetzt mal und gucken uns mal an, was da so drin ist. Also, wir wissen alle, was da drin ist. Aber da zu dieser Zeit ja kein Gameplay innerhalb der Stores stattgefunden hat, sind die Dinger tatsächlich relativ häufig vertreten. Und deshalb kennen die meisten auch. Weil die Stores durften die verschenken. So, wir haben Felspanzer Balorf. 7 Mana 6-6 mit Bonus, also Kicker. Kann nicht neutralisiert werden. Fluchsicher Eile. Und wenn ihr den gekickert habt, kriegt ihr 4 plus 1 plus 1 Mark. Okay. Kagan, Kriegsführerin. 3 Mana 3-3. Andere Krieger kriegen plus 1 plus 1. Nicht schlecht. Und wow. Reibt doch noch Salz in die Wunde, Luros. Luros aus der Traumhöhle. 3 Mana 3-2, Gefährte. Wenn euer Deck, euer Startdeck, mit Karten mit Mana-Kosten von 2 oder weniger angefüllt sind, dann, und zwar ausschließlich 2 oder weniger, könnt ihr ihn als Companion wählen. Dann kommt er zu Beginn in die Companion Zone aus dem Sideboard. Der hat Lifelink. Ihr könnt ihn für 3 Mana aus der Companion Zone jederzeit auf die Hand. Ihr könnt ihn für 3 Mana aus der Companion Zone auf die Hand nehmen, wenn ihr das auch könnt, wie eine Sorcery. Speed halt. Und ihr könnt während eures Zuges einmal eine bleibende Karte aus dem Friedhof casten, Mana kosten 2 oder weniger. Hier habt ihr noch einen Arena-Code. Könnt ihr ruhig mal testen. Vielleicht ist er noch nicht eingegeben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Blacksheath. Ciao, ciao.